Elektro-Carsharing soll ein Schlüssel zum Verkehr der Zukunft sein. Wie das funktioniert, zeigt uns heute die E-Mobilitätsregion Pongau. Jetzt schauen wir mal, ob das wirklich so einfach geht mit diesem Carsharing. Unsere E-Profis starten heute ihren Besuch in Bischofshofen, denn der Pongau will sich als gesamtheitliche E-Mobilitätsregion etablieren. Ich hätte eine Frage zum Thema Carsharing. Ich habe schon einiges über das gehört und jetzt hätte ich eine Idee für nächsten Winter. Ja? Das mit der Autobahnbaustelle ist ja ein mittleres bis großes Fiasko. Mhm. Und wenn ich jetzt Skifahren gehen möchte, habe ich jetzt schon überlegt, wie kann ich die ganze Geschichte hinkriegen. Und meine Idee ist jetzt, ich fahre mit dem Zug, nachdem ich so 365 Tagesticket habe, fahre ich mit dem Zug da nach Bischofshofen. Der Bahnhof ist ja von euch nicht weit entfernt. Und nachdem ich jetzt aber flexibel sein möchte und auch unterschiedliche Skigebiete besuchen möchte, nehme ich mir bei euch ein Carsharing-Auto. Genau, Sie registrieren sich einmal bei uns, kriegen dann Zugang zu einer App. Bei dieser App können Sie dann einfach eigenständig die Fahrzeuge reservieren und gehen dann zu dem Zeitpunkt, wo Sie dann das Auto einfach reserviert haben, zum Fahrzeug hin, öffnen mittels der App dann das Fahrzeug und können dann schon loslegen. Das will Gary sofort ausprobieren. Meldet sich schnell an und reserviert sich einen Cupra Born. So, das ist er jetzt. Genau, das ist unser Cupra Born. Ah, das schaut ja cool aus. Das ist ja ein richtiger sportlicher Style. Ja, genau. Ja, das heißt, ich sperre den jetzt mit meiner App auf. Genau, einmal bitte auf Reservierung antreten. Reservierung antreten, passt. Genau. Habe ich gemacht. So, jetzt sperre ich auf. Das dauert jetzt. Jetzt ist er offen, denke ich. Das ist ja richtig einfach gegangen. Jetzt bin ich gespannt, wie das Auto fährt. Das schaut sehr sportlich aus. Das war jetzt so einfach, dass ich eigentlich fast das Wichtigste vergessen hätte. Ich muss einen Harry auch mitnehmen. Harry, wo bist du denn? Ja, grüß dich, Gary. Servus. Das war jetzt so einfach, dass ich die fast vergessen hätte. Na bitte, wirklich? Ja, aber ein klasse Auto. Der Cupra Born hat eine Leistung von 204 PS. Er beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 7,3 Sekunden und das bei einem Gewicht von 1818 Kilogramm. Der Verbrauch liegt bei 15,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer nach WLTP. Jetzt geht's für Harry und Gary mit dem Cupra Born aber auf nach St. Johann, denn sie wollen mehr über die Mobilitätsregion im Pongau erfahren. Meine Ladekarte soll seit wenigen Tagen Kilowattstunden abrechnen können und das möchte ich mir also jetzt anschauen. Ich habe also jetzt die App geladen, also die Stromladen-App und sehe, dass das tatsächlich funktioniert. Wir rechnen ab sofort auch Kilowattstunden ab. Direkt gegenüber vom Salzburger G-Schnelllader trifft Harry Karin Schönecker beim Gemeindeamt. Karin ist die Umweltbeauftragte der Stadtgemeinde St. Johann. Ihr seid eine E5-Gemeinde. Was ist denn das E5-Programm? Man kann sich das vorstellen wie beim Hotel, was von 1 bis 5 Sterne hat, gibt es auch bei den Gemeinden, was Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit betrifft, ein E bzw. 5E. Und wenn man 5E hat, dann ist wieder Hotellerie, ist man ganz oben im Sternenhimmel, die Hotels, sind wir eben sehr energieeffiziente Gemeinden. Und St. Johann ist seit 2008 mit 5E ausgezeichnet worden, als erste Bezirkshauptstadt in Österreich. Ja, Carsharing ist also etwas für die letzte Meile. Der öffentliche Verkehr kommt ja nicht überall hin. Wie hat sich denn das bei euch entwickelt? Also das Carsharing hat sich ganz toll entwickelt. Wir haben seit 2017 bieten wir das Carsharing an. Wir haben 2 E-Autos. 54 Personen nutzen das Auto. Die haben sich 2500 Mal ausgeglichen und 125.000 Kilometer ist mit diesem Auto gefahren worden. Eins ist mir aufgefallen, wenn ich da zurückschaue, die Ladestation kommt aber von der Salzburger AG. Wir waren ja eine der ersten Gemeinden, die in Salzburger E-Ladestation eingerichtet haben, in Kooperation mit der Salzburger AG. Dann haben wir 2 im Kultur- und Kongresshaus. Ja. Genau. Fürs E-Carsharing haben wir ebenfalls auch uns die Salzburger AG ins Boot geholt, haben die Stationen errichtet und die Gemeinde bezahlt den Strom.
Genau, also da gibt es gar keine Abrechnung. Es ist so, wenn man jetzt das bei BEM.at sich registriert, in St. Johann bezahlt die Gemeinde nicht nur das Auto, sondern auch den Strom. Da legt sich St. Johann richtig ins Zeug. Aber wie sieht es eigentlich bei den Pongauer Skigebieten aus? Das wollen unsere E-Profis im Gasteinertal herausfinden. Bei der Talstation der Schlossalmbahn treffen Sie Gasteiner Bergbahnen-Vorstand Andreas Innerhofer. Ihr habt euch mit dem Thema E-Mobilität wie lange ungefähr also jetzt schon beschäftigt? Also das Thema E-Mobilität ist für uns ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Wir beschäftigen uns schon seit mehreren Jahren speziell im Ausbau der E-Ladeinfrastrukturen. Also die letzten 4-5 Jahre haben wir da schon einiges an Arbeit geleistet. Wir haben aktuell bei uns im Skigebiet schon über 20 Ladeinfrastrukturpunkte, wo wir die wichtigsten Zubringeranlagen im Bereich Angertal, im Bereich Schlossalm, aber auch in Sportgastein schon wirklich gut ausgestattet haben. Da habt ihr also schon viel geschaffen und ihr habt aber auch noch Pläne für die Zukunft. Wie bei uns das Thema E-Mobilität aufgeschlagen ist, haben wir natürlich einen verlässlichen Partner gesucht, der für uns das Ganze in der Richtung abwickelt und vor allem dann auch in der ganzen Verrechnung. Für uns ist die klare Wahl dann auf die Salzburger AG gefallen. Haben da bis dato schon sehr viele Ladestellen errichtet und vor allem jetzt mit diesem Leuchtturmprojekt, was wir starten wollen, einen großen PV-Park im Bereich der Schlossalm-Talstation, wo weitere 20 Ladeinfrastrukturpunkte geschaffen werden. Bei unseren Ladeinfrastrukturpunkten, ob das Schnelllader sind oder ob das also auch diese Wechselstromlader sind mit 11 kW, können wir seit wenigen Tagen Kilowattstunden verrechnen, bisher haben wir nur Zeit verrechnet. Wie schaut denn das also bei dir aus? Was hast du da für Pläne? Also bei uns ist ja so, dass unser Ziel ist, dass der Gast nicht nur für 10 oder 15 Minuten oder für eine Stunde bei uns am Parkplatz steht, sondern unser Interesse ist natürlich, dass der Gast in der Früh nachhaltig anreist, dann die nachhaltigen Seilbahnen nutzt, ein Bergpanorama genießt und dann am Abend wieder mit einem vollgeladenen Auto nach Hause fahren kann. Das heißt, bei uns gibt es keine Abrechnung der Ladesäulen aufgrund von Zeitbasis, sondern bei uns wird immer die tatsächlich verbrauchte oder geladene Kilowattstunde verrechnet. Aber wir denken auch da voraus, wir wollen alle neuen Ladeinfrastrukturpunkte, die wir jetzt bei diesem Photovoltaikpark errichten, nicht mehr mit 11 kW, sondern bereits mit 22 kW ausstatten. 22 kW mit Wechselstrom? Das können doch die meisten E-Autos heute gar nicht aufnehmen. Gary, was steckt denn da dahinter? Die Geschichte ist relativ einfach erklärt. Wir hängen ja in der Regel am Wechselstromnetz. Das heißt, Haushalt, normale Wallboxen sind ja alles Wechselstromanschlüsse. Und die Thematik, die wir haben, ist, dass man Wechselstrom ja nicht speichern kann. Das heißt, wir müssen den Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln. Mit dem kann man dann in die Batterie reingehen, dort wird er gespeichert. Und wenn aus der Batterie wieder rauskommt, braucht man wieder Wechselstrom, weil der Motor braucht Wechselstrom. Das heißt, wir müssen zweimal hin und her wechseln. Und das macht im Auto der sogenannte AC-DC-Wandler. Und der ist im Normalfall ausgelegt auf 11 kW. Das hängt dann mit unserem Leitungsnetz zusammen. Drei Phasen mit 16 Ampere abgesichert. Gibt also diese 11 kW, die am Ende rauskommen. Und das ist dann mehr oder weniger die Ladeleistung, die man in Anspruch nehmen kann. Und jetzt gibt es eine Reihe von Fahrzeugen, also es sind eigentlich überschaubare Reihe von Fahrzeugen, vor allem im oberen Preissegment. Die bieten jetzt die Option mit 22 kW und das heißt, der hat dann einen zweiten AC-DC-Wandler im Auto drinnen verbaut und lädt halt mit dem zweimal 11 kW. Und das sind die 22 kW und das geht halt dann genau doppelt so schnell wie 11 kW, wie man sich ja leicht ausrechnen kann. Ja, also da im Hintergrund sieht man unser Pilotprojekt. Also das war wirklich das erste Carsharing-Auto, was wir im Gasteinertal implementiert haben. Die Gasteiner Bergbahnen haben wir letztes Jahr im August mit diesem Projekt gestartet. Wir haben das Auto nicht gekauft. Also das Auto ist Eigentum des Autohaus Viertalers. Und sehr erfreulich ist, dass wir mit einem Fahrzeug gestartet sind, als Impulsprojekt. Unser Interesse war es aber, dass wir natürlich viele Betriebe und Hoteliers der Region in dieses Projekt mit einbeziehen und haben es mittlerweile jetzt geschafft, ein Jahr später, dass wir in Bad Hofgastein bereits 5 weitere Fahrzeuge, also in Summe schon 6 Fahrzeuge für unsere Gäste und vor allem auch für unsere Einheimischen anbieten können. Andreas, Thema Nachhaltigkeit ist also für ein Skigebiet ein ganz wichtiges Thema. Was sind denn da eure Überlegungen bzw. was habt ihr schon umgesetzt? Also wir arbeiten ja schon seit Monaten an einer Gesamtstrategie der Gasteiner Bergbahnen. Wir haben natürlich einen riesen Vorteil, weil die Gasteiner Bergbahnen
als eine direkte Anbindung zur ÖBB hat, wo sehr wohl Züge direkt aus Norddeutschland als auch Züge von Italien kommen, ohne Zwischenhalte oder ohne Umsteigezwang mehr oder weniger ins Gasteinertal führen. Da setzen wir natürlich sehr, sehr stark auf das Thema der öffentlichen Anreise. Und ein Riesenthema von uns ist natürlich auch die Stromeigenproduktion. Wir benötigen Energie, zu dem stehen wir auch. Da benötigen wir auch verlässliche Partner wie die Salzburg AG. Aber unser Ziel ist natürlich, dass wir einen Teil unserer Energie in Zukunft selbst produzieren. Wir installieren heuer wieder eine sehr, sehr große Fläche an Photovoltaikanlagen auf unseren bestehenden Dachflächen, sodass wir mit Ende dieses Jahres bereits 600 Kilowatt-Peak selber erzeugen können. Na, das ist doch schon jede Menge Nachhaltigkeit. Wir haben heute viel rund ums Thema E-Carsharing gelernt. Es ist praktisch, einfach und nachhaltig. Wie es sich in Pongau weiter etablieren wird, wir bleiben dran.